Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Peppers, please. So, komm mal. Esik hat wieder zugeschlagen. Ist das denn Astroska bereit, all artegrischen Verräter aufzunehmen? Wir sollen einen Verräter aufnehmen? Ernst? Herzhaftes Gift fordert Opfer. Unbekannter Einwanderer schmuggelt tödliche Substanz ins Land. Lol. Voll schlau eigentlich. 23. Dezember 1982. Da ist Oskar. Hallo Oskar. Inspektor, ein Sonderprogramm für politisches Asyl ist aufgelegt worden. Asylsuchende müssen einen gültigen Asylbescheid vorlegen. Einreisende mit einem solchen Bescheid benötigen weder eine Einreisegenehmigung noch einen Ausweis haben. Okay, Sebastrovka. Der hat ja ein ekliges. Oh, der erinnert mich irgendwie voll an den Joker. Einfach nur, weil er keinen Mund hat. Obwohl der Joker ja eigentlich so einen fetten Mund hat, ne? Macht das eigentlich voll keinen Sinn. Mist, scheiße. Sogar Verwandte. Einen Monat. So. Hat sie gerade gesagt, einen Monat oder 2 Monate? Einige Monate. Das zählt. Hoch. Import zu Kaido. Das stimmt. Die sind keine Verdächtigte, vor allem Verdächtige. Machen Sie mir ja keinen Ärger, Meister. Guten Tag, Papiere bitte. Oh, ich suche Asyl. Asyl. Aha. Julia Hendrik. Das ist korrekt. In Tregien geboren. Ach, das ist die. Das ist doch die, oder? Weiblich. Ja, das ist korrekt. Kommen Sie aus Antregien? Huch. Nein! Ach, meine Fresse. Das ist aus Versehen mal ein Doppelklick, ne? Ja, sie darf rein. Auch der Name steht ja nicht. Okay. Ich hoffe, hier ist es besser. Obwohl sie sich bestimmt auch für Deutschland gedacht und trotzdem ist es hier nicht besser. Ich habe nichts gesagt. Wo ist denn Ihr Ausweisanhang? Bitte. Dankeschön. Wir sind kein Verdächtigter. Verdächtigter vor allem. Verdächtiger. Dominik. Fildes. Wir möchten hier einwandern. Stirnglatze. 99. Cool. Boston. Stimmt, glaube ich, auch. Ja. Ich wollte gerade sagen, nein, aber das stimmt überhaupt nicht. Bitte schön. Ich auch mal meinen Sohn besucht. Das wäre cool. Wäre echt cool. So, guten Tag. Sie wollen. Was? Überpassen Sie mir einen roten Stempel. Echt jetzt. Man kann hier eine bessere Arbeit in ein paar Angeboten. Mit einem roten Stempel komme ich aus dem Vertrag ins Astrop. Ich will hier erstmal überprüfen, ja? Sind Sie ein Verdächtigter? Nein. Verdächtigter, hör auf, das zu sagen. Verdächtiger. Ich gebe Ihnen nicht extra einen roten Stempel. Ich brauche nämlich einen Grund dazu, sonst kriege ich Ärger, okay? Ich mache hier auch nur meinen Job.
Jasper, Hollander. So, das ist schon mal korrekt. Sie haben mir nicht gesagt, wie lange sie hier arbeiten wollen. Deswegen habe ich das überprüft. 89 liegen sie, ja. Kurze Haare, das stimmt auch. Und sie kommen hier aus... Tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe meine Vorschriften. Verdammt. Sie weisen doch sicher den ganzen Tag Leute ab. Und warum jetzt nicht? Dann lasse ich mir das anderes einfallen. Ich kann da wirklich nichts für. Also, ich mache nur meinen Job. Und wenn ich hier was falsch mache, kriege ich Bußgeld. Und Bußgeld will ich nicht. Ich muss nämlich eine Familie versorgen. Und deswegen kann ich mir das nicht leisten. Ich bleibe einige Monate. Inkyo ist richtig. Das ist auch richtig. Die sind übergewichtig. Boah, sehe ich. Das soll ich alles. So, dann mal gucken. Will man das wirklich sehen? Muss man ja wohl. Ich glaube, das Bild hat auch gestimmt. Wie das ist. 17:29 Uhr. Ja, mein Pass, aber bitte hören Sie mich an. Die Zeit ist knapp. Ich muss heute ins Land. In 3 Tagen komme ich mit den richtigen Papieren zurück. Zum Beweis werde ich Ihnen etwas sehr Wichtiges, ein ganz besonderes Familien-F-Stück. Komplett digital. Das können Sie gerne wieder haben. Ich habe meine Dinger. Können Sie mich erstmal behalten? Ich komme später vorbei, um Sie mal abzuholen. Ich nehme und nehmen Sie das alles für den grünen Stempel. Ich habe nicht alle erforderlich. Ja, das habe ich Ihnen doch selbst schon gesagt. Ich kann Sie so nicht reinlassen. Verdammt. Schön her mit der Uhr. Ja, hier. Trofkanische Wichser. Das Geld habe ich trotzem. Ich hätte ja auch eine Fest schicken können. Ah, hätte ich das mal gemacht. Aber ich will diese Uhr nicht. Ich brauche die nicht. Kack, eh keine Uhren. Ich bin allergisch gegen Uhren. Das ist kein Scherz. Ich meine das ernst. Also gegen dieses Metall, was hinten an der Uhr dran ist. Keine Übereinstimmung. Warum hat die hier eigentlich so ein Kreuz? Ihr Bild ist anders. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen Sie mir die Wahrheit. Kein Alias bekannt. Das sind Sie wirklich. Warum sehen Sie so anders aus? Ach, tut mir leid. Haben Sie gesagt, Sie wollen hier drin sind nur 2 Tage? Ja. Stempel stimmt, das stimmt. Enkyo stimmt auch. Ich habe keine Fehler hier gesehen. Hallo! Geben Sie mir Ihre Papiere. Ich habe hier Arbeit. Dauer des Aufenthalts ein ganzes. Immer daneben geschossen. Verdammt. Mein Gott, nein. Er hat einen erschossen. Ich war zu langsam. Ah, ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Ihre Schwester wurde verhaftet und ihre Tochter braucht eine Bleibe. Was? Meine Schwester wurde verhaftet und ihre Tochter braucht eine Bleibe? Ich möchte gern meine Nichte adoptieren. Aber warum wurde meine Schwester verhaftet? Tollkühner Motorradanschlag in Christin. Anträgischer Geheimvergräter. Da und weg. Da und weg? 14. Dezember 1982. Jetzt müssen wir noch mehr uns um mehr kümmern. Hallo? In diesem Grenzübergang ist mehr los als im Krieg. 5 Jahre habe ich in Kulitschin gekämpft.
Falls du meinst, in Ostrowska ist es schlimm, in Kalischny ist es 10-mal schlimmer. Und man kann denen nicht verübeln, dass die herkommen. Egal, du machst deine Sache gut. Nur weiter so. Ich muss Oskar beschützen. Ich muss mein Leben für Oskar geben. Es ist Oskar, mein bester Freund, mein Kumpel. Der kommt hier immer und beschützt mich. Ich kämpfe für Oskar. Falls euch der Name nicht gefällt, dann sagt mir gefällt, dann sagt mir Bescheid, ja. Ich mag den Namen nämlich. Pass gut zu Oskar. Pass gut zu ihm. Ah, das Zeichen stimmt. Steht auch, ob's, ja. Priester. Die Frau sieht echt komisch aus. Bitteschön. Tüdelü. Viel Spaß. Das letzte Mal, als ich viel Spaß gesagt habe, hat die eine sich in die Luft gesprengt. Transitverkehr. 14 Tage. Weißt du mal nicht, blinkt die Uhr hier immer? Das ist wirklich das Ding. Amy, Slingo. So. Das Zeichen stimmt. Edoa, das gibt es. So länger du das spielst, umso besser kennst du dich aus. Ich hab schon wieder mein Buch weggeschmissen. Hast du es, mein Buch wegzuschmeißen? Ich hab Durst. Ich kann jetzt nicht trinken. Ich muss arbeiten. Da bin ich wieder. Wissen Sie noch? Eisbomber vor, noch ein Tor. Ich habe Ihnen diese drei Wimpel gegeben. Hören Sie, ich habe meinen Trainer von dieser Sache erzählt. Der hat sich total er hat gesagt, dass ich den Wimpel nicht wieder mitkriege. Darf ich nicht mehr an alle sitzen und sagen, sollte toll. Ich muss unbedingt den Wimpel wieder zurückhaben. Na, was meinen Sie? Ach gut. Es ist etwas komponiert, als ich ihn in Erinnerung hatte. Es ist sogar ziemlich groß. Ich habe damit. Ach egal, der Trainer wird zufrieden sein. Da muss ich erstmal alles lesen, ey. Ich wusste gar nicht, dass er so hieß. Aber eigentlich müsste der dann eigentlich. Eigentlich müsste der eigentlich in Ordnung sein. Wenn der hier einmal schon durchgekommen ist, kommt der auch ein zweites Mal durch. Danke, Meister. Das freuen Sie in Liga tüchtig an. Und freuen Sie unsere Liga. Okay, das bin ich schon mal los. Das hat echt einen Platz weggenommen. So, probiere bitte. Hallo, wer sind Sie denn? Freund besuchen. Sie kennen keinen Verdächtiger. 14 Tage. 14 Tage? Wollen länger bleiben, als Sie sagen? Natürlich bleibe ich hier einige Monate. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich kontrolliert habe. Egal, machen wir schnell. Das Ding, sie stimmt. Meine Glatze. Sie sind größer? Vielleicht liegt es an meinen Schuhen. Gehen wir noch bitte. So gut. Das sind sie nicht. Tschüss. Wieder Geld gekriegt. Das fällt mir voll früh auf. Meine Stimme wieder nachlässt, das tut mir leid. Dann muss ich trinken. So, Papiere bitte. Das ist Ihr Zweck Ihrer Reise, Durchreise. Für wie lange denn? Für 14 Tage. Svetlana. Glatte Haare. Komm aus Vedor. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sehen uns. Tschüss. Sind sie's? Puh. Das war nicht leicht. Zum Glück hat die Wache nicht aufgepasst. Der will ein Geld haben, lässt aber sich. Wie bitte? Wie kommst du hier wieder her? Wie hast du denn wirklich
wenigstens deine Sachen korrigiert. Was hast du denn dabei? Du hast es nicht korrigiert. Jetzt sind die ein Rätsel. Haben sie schon wieder Drogen dabei? Vielleicht wird es ihnen Zeit. Will ich immer ihre Drogen hier dabei haben? Er lernt das nicht, ne? Drogen? Das Zeug sieht so gut aus, oder? Moment, ich habe den Gefühlstempel. Denk an deine Familie. Damit kannst du viele schöne Sachen kaufen. Wie ein paar harmlose Drogen. Nein! Ach, Herrje, schon wieder. Diese Wache kann sich wieder einen schönen Tag machen. Keine Ahnung, wie lange ich das noch durchhalte, wenn ich nichts verkaufe. Dann mach es doch einfach nicht, Junge. Du kommst hier nicht an mir vorbei. Papiere bitte. Zahnmedizin. Bleibe hier ein Jahr. Dann kriegen gar keine Kriminellen mehr rein, kann das sein? Ja, bestimmt. Oh, meine Nase kitzelt gerade. Ich muss gleich Nase putzen. Ich hasse Dingsy. Der Stempel stimmt. Ja, oh Gott, war falsch. Oh, Entschuldigung. Oh, ich kann nicht anders. Guck mal, hier ist jetzt ein Rechtschreibfehler. Ich verstehe nicht. Oh. Tut mir wirklich leid. Hallo, wer sind Sie denn? Sie sind kein Verdächtiger. Verdächtiger? Hör auf, das zu sagen. Verdächtiger. Männlich sind so. Oder? Was ist da? Komm mal näher. Guten Tag. Freunde besuchen. 8 Wochen. Wochen sind 2 Monate, das weiß ich. Bin schon groß, ich weiß das jetzt. Also. Helle Haare? Oder was steht da? Das stimmt, das Zeichen. Glorian sind männlich. Das stimmt auch. Den habe ich glaube ich nicht mehr gekriegt. Oh, harter Arbeitstag. Ich verstehe das hier noch nicht. Ersparnisse der Schwester. Arrestbonus. Jetzt, ihre Nichte hat die Ersparnisse ihrer Mutter mitgebracht. Ich könnte mir jetzt ein neues Haus kaufen. Also ein neues Apartment. Aber da hätte ich noch $10. Und das wäre kacke. Aber ich habe jetzt hier eine Nichte. Und dann, ja, habe ich eine große Familie jetzt. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein!